Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. In dem heutigen Video möchte ich euch eine neue Herausforderung zeigen. Doch bevor ich anfange, wollte ich euch auf etwas aufmerksam machen, Leute. Und zwar haben über 92% der Zuschauer noch kein Abo bei mir. Also, falls euch meine Videos gefallen und ihr mehr davon sehen wollt, würde ich mich auf jeden Fall über jedes Abo freuen. So, kommen wir nun zum Video. In dem heutigen Video geht es um die Woche 8 Challenge, Leute, in der ihr von Pleasant Park nach Retail in unter 4 Minuten mit einem Auto fahren müsst. Leute, nehmt dafür am besten ein Auto mit über 50% Treibstoff, weil das ist viel einfacher. Da müsst ihr auf dem Weg auch nicht tanken oder sonst was. So, schau ich mal. Ne, hat nicht genug. So. Ah, über 70%, das ist doch schön. So, Leute, dann steigt in das Auto ein. Ich zeige euch jetzt die schnellste Route, Leute. So, ich fährt erstmal raus aus Retail Richtung Westen. Und Leute, vergesst nicht, es ist immer schneller, wenn ihr über die Straßen fährt. Also fahrt nicht über die Wiese, dann werdet ihr deutlich langsamer und verbraucht auch mehr Treibstoff. So, ihr fährt erstmal direkt über die Brücke nach rechts bei Retail, Leute. Also biegt direkt rechts ab. So, jetzt fährt ihr erstmal immer geradeaus. So, und hier dann wieder links bei der nächsten Kreuzung. Und jetzt fahrt ihr einfach immer geradeaus. Sprich, ihr folgt einfach der Straße, Leute. Einfach den Straßenverlauf folgen. Dann fährt ihr durch diese kleine Brücke bei Frenzy. Wie gesagt, bis jetzt musstet ihr einmal nach rechts, dann nach links. Und jetzt immer geradeaus. Hier fahrt ihr auch einfach geradeaus weiter, Leute. Ihr folgt einfach dem Straßenverlauf. Und an der blauen Brücke fährt ihr links drüber. Also ihr fahrt über die blaue Brücke, Leute. Und seid dann auch schon direkt bei Retail Row. Also hier biegt ihr links ab. Über die Brücke. Noch ein kleines Stückchen. So, Leute, wir sind in Retail und das Ganze hat knapp 3 Minuten gedauert, Leute. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ich euch mit dem Video weiterhelfen konnte, schreibt es mir in die Kommentare, lasst ein Like da, Leute. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao.